So Leute, da bin ich mal wieder, euer Casino-Kontrolleur. Ich hoffe, ihr seid allesamt auch zu Beginn der neuen Woche mal wieder wohl auf, um für den Spaß zu haben. Begrüßen darf ich euch nämlich wieder mal auf den solchen, wobei ich das Ganze heute aus einem anderen Umfeld tue. Geführt hat mich der Weg heute nämlich weder zu Wins noch zu Stake und das offen gesagt auch aus so einem Grund heraus. Ich habe mich nämlich mit den VIP-Programmen auseinandergesetzt und mich eben für das Casino entschieden, welches mir gemessen an meinen erwarteten Verlust den besten Rebate zurückzahlt. Verglichen habe ich das eben mit den öffentlich einsehbaren Daten. Bei Wins bekomme ich mit meinem Gold 5 Rang hier 21% rückerstattet. Bei Stake sind es auf Diamant 1 24% des erwarteten Verlusts, währenddem ich hier bei BC Game 27% bekomme. An sich klingt es vielleicht jetzt nicht nach einer Menge, bei einem Gesamtverlust von 1 Million oder ähnlichen macht diese 3% Spanne aber doch so ein bisschen was aus und genau deswegen bin ich zu guter Letzt halt wieder hier gelandet. Ohne Vertrag möchte ich meine Verluste nämlich so weit wie eben nur möglich reduzieren und genau das mache ich jetzt wohl meist bei BC Game, wobei es, wie ich bereits sagte, hier keinen Vertrag oder ähnliches gibt. Ich kann also so gesehen auch bei Stake, bei Wins oder weiß Gott wo spielen. Ich werde zu guter Letzt aber eben dort spielen, wo ich eben am wenigsten verliere. Wobei ich vielleicht hin und wieder auch auf Wins ausweiche. An den Yggdrasil-Slots probiere ich mich nämlich auch hin und wieder ganz gern. Bevor ich hier jetzt aber noch zu weit ausschweife, gehe ich kurz mal auf die Herangehensweise des Videos ein. So mancher, der vor ein paar Wochen dabei war, weiß sicher auch, was schon auf dem Zettel steht. Ich werde mich hier bei Beam Boys aber eben an Upgraded Spins probieren. Ich kaufe mir hier diese 200 X-Spins. Jetzt nicht für einen 10er. Aber für einen 5er und genau bei diesen 200 X-Spins hoffe ich halt auf den Hit eines Maximalgewinns. In der Theorie möglich wäre es auf jeden Fall, ich bräuchte gemessen am Einsatz nur 62,5 mal unseren Einsatz. Gemessen an der Volatilität des Slots ist es auch gar nicht mal so unmöglich. Man sollte hier rechnerisch nämlich schon in jedem 500. Spin einen Maximalgewinn bekommen und genau den erzwinge ich mir hoffentlich in Form eines Maximalgewinns Hans. 100 Versuche gebe ich mir auf jeden Fall. Was danach über ist, steckt mal in den Bonus. Wobei ich während des Maximalgewinns, Hans, eh kurz mal ein paar Worte zu so mancher Akquisition verlieren wollt. Ich erwäge, wie manche von euch wissen, ja noch immer den Kauf eines Galados. Hier habe ich mich auch schon mit so manchen Autohändler zusammengesetzt. Wobei man einen solchen Kauf in gewisser Art und Weise schon durchdenken sollte. Es geht nämlich nicht nur um den Kauf an sich, der ist egal, sondern um den Stellenwert in der Gesellschaft. Ein Lamborghini zieht doch eine gewisse Meinung mit sich mit. Und ob ich diese Meinung oder dieses Stigma mit mir mittragen möchte, ist eine andere Frage. Deswegen erwäge ich eben noch den Kauf. Sonst schauen wir aber mal, was sich alles so machen lässt. Eine subtilere Sache habe ich mir ja eh schon gekauft. Nämlich eine Uhr. Ich bin da aber wieder von Vacheron zu Rolex gewechselt. Genau genommen zu dem Rolex-Ableger, welchen ich in meiner Sammlung noch nicht hatte. Gekauft habe ich mir nämlich meine erste Rolex Daytona. In dem Fall eine Rolex Daytona aus Weißgold mit Diamantenindizes. Den genauen Referenzwert habe ich hier jetzt nicht zur Hand. Da müsste ich kurz nachschauen. Ich habe für die Uhr aber doch so ein bisschen was bezahlt. Kosten tut eine solche Uhr nämlich um die 60 beziehungsweise um die 55 bis 60 ist eine Frage des Zustands und was Gott auch immer. An sich ist es aber eh egal. Ich wollte mir einfach im Jahr 2024 auch wieder mal eine Uhr zulegen und genau das habe ich getan. Wobei ich die Uhr eher als Investment sehe. Oft anziehen tut man solche Accessoires ja so oder so nicht. Egal ob die versichert sind oder nicht. Bei mir liegt ja zu jeder Uhr im Bankschließfach, sei es die Vacheron oder so manche Rolex. Ich bin, wie viele von euch wissen, ja ein Quotenuhrensammler, wobei ich mich bei Uhren jetzt nicht so gut auskenne. Ich habe halt ein paar begonnen bei 2-3 Datejusts, dann geht es über eine Yachtmeister, über eine Milgauss, zu einer Submariner und jetzt eben zu einer Daytona. Das einzige Modell, das mir jetzt so gesehen noch fehlt, ist eine Sea-Dweller, beziehungsweise pardon, eine Sky-Dweller und eine Sea-Diver, wobei ich eine Sea-Diver ehrlich gesagt nicht brauche. Die passt weder zu meinem Charakter noch zu meinem Armgelenk. Deswegen habe ich mir hier mal etwas Subtileres gekauft. Schreibt mir eure Meinung, falls ihr euch mit Uhren auskennt, also gerne in die Kommentare. Sonst könnt ihr mir auch gern erklären, in welcher Farbe ich mir meinen Gallardo
holen sollte. Ich erwäge beim Kauf nämlich nur die Farbe Schwarz. Als andere passt jetzt nicht unbedingt zu meinem Charakter. Wobei die Spins auch nicht so recht zu meinem Charakter passen. Ein Fünfer ist vom Gefühl her zu viel. Ich verliere nämlich doch zu viel. Wir schrauben den Einsatz also mal ein bisschen runter. Da machen wir noch 50 Spins auf dem 100er. Und während der 50 Spins gehe ich kurz mal auf eine Thematik ein, die ich euch so oder so schuldig bin. Ich werde nämlich wirklich einen Maximalgewinn bei Beam Boys erzwingen. Entweder jetzt im Video oder danach. Einblenden werde ich den natürlich auch wahrscheinlich dann zu Ende des Videos. Wobei ich den Maximalgewinn jetzt auf keinen relevanten Einsatz erzwingen werde. Das geht sich in den allermeisten Fällen nämlich nicht aus. Ich bräuchte hier nämlich 4 Drops auf der letzten Walze oder eben 62,5 mal unseren Einsatz. Das wären da um die 125. Bekommen könnte ich die mit einem guten Tumble. Wünschen täte ich mir das auch, wobei ich im Jahr 2024 halt auch liebend gern mal meinen ersten Maximalgewinn im Hause Hexo erzwingen wird. Da geht es nämlich nicht nur um den Prestige, sondern auch irgendwie um den Status. Ein Pullover für 500 Euro aus dem Hause Hexo kaufe ich mir nämlich nicht. Da verzocke ich lieber Tausende und kaufe mir den eben regulär. Ich hätte nämlich schon ganz gern mal meinen ersten Maximalgewinns-Pullover. Bekommen tut man den eben bei Treffen eines Maximalgewinns. Hier bei Beam Boys ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich. Das sollte sich in den allermeisten Fällen eh ausgehen. Ich werde nach dem Video also mal mit 200-300 Euro Spins probieren. Da drücke ich dann Hunderte oder Tausende durch und dann schneiden wir den Maximalgewinn halt ins Video und dann habt ihr auch das gesehen, auf das ich eben eingehe. Wobei ich logischerweise auch hier so gerne regulär mal den Maximalgewinn hätte. Interessant ist der Slot nämlich nicht. Ich meine, die Spins sind ehrlich gesagt auch nicht allzu interessant. Es geht, wie ich bereits sagte, aber einfach um den Prestige. Ich hätte hier gern einen Maximalgewinn. Ich werde mir den heute auch erzwingen. Wenn auch vielleicht mit der Brechstange. Hin und wieder kann und will ich mir das aber auch leisten. Ob ich das Geld jetzt nämlich hier oder bei Stake verzocke, ist eh schon egal. Ich habe ja gestern bei Stake auch ein bisschen gespielt. Mein Diamant-Account wurde nämlich freigeschalten. Das auch recht schnell, wobei es gar nicht mal so wichtig ist. Ich habe halt bei Stake ein bisschen was umgesetzt. Ich habe meines Wissensstands nach so um die 200 eingezahlt. Habe mich mit den 200 an so manchen Bonusball probiert. Zwischenzeitlich hatte ich da sogar einen guten Lauf. Bei Gates of Heaven habe ich mal um die 150 gehittet. Bei Gates of Olympus 1000 dann auch nochmal um die 100. Akkumuliert hatte ich dann zu guter Letzt sogar um die 350. Und die 350 habe ich dann logischerweise verzockt. Ich meine, ihr kennt mich allesamt ja eh zu gut. Ich muss da weder mich selbst noch euch anlügen. Umgesetzt habe ich für den Gesamtverlust aber gar nicht mal so viel. Ich wurde bei Blackjack halt ausgebeutet. Es gibt im Hause Stake nämlich ganz interessante Einsatzlimits und das sogar ohne Anpassung. Ich habe mich da an so manchen 100.000 Euro Bonus bzw. an so mancher 100.000 Euro Blackjack haben probiert. 3 in Folge habe ich verloren und dann war es das eh mit meinen Guthaben. Wobei der Gesamtverlust nicht mal so schlimm ist und war das Einzige, was mich ein bisschen schockiert, ist der VIP-Rebate. Ich habe nämlich um die 200 verzockt, das habe ich eh schon gesagt. Ich habe um die 1,15 Millionen umgesetzt und als Reload bekomme ich um die 1600 Euro pro Tag. Das klingt jetzt im Vakuum betrachtet vielleicht nach viel. Zu guter Letzt ist es aber auch so nicht die Welt. Wobei man schon auch fair sagen muss, dass ich gemessen am Umsatz viel verloren habe. Ich hatte nämlich nicht so viel Glück. Speziell Blackjack hat mich halt ausgenommen und genau deswegen wurde wohl auch dieser Reload etwas tiefer angesetzt. Ein bisschen frech finde ich es trotzdem. Zurückbekommen tue ich nämlich nur um die 15 und das bei einem Gesamtverlust von 200. Wobei man normalerweise allein durch einen Reload schon um die 10% an Lossback bekommt, mal mindestens auf einen guten Rang. Dann bekommt man im selben Zug auch noch um die
5-7% an Weekly Boost und halt die Rakeback bei Stake, wobei die Stake Rakeback irrelevant ist. Die wurde vor ein paar Monaten oder fast vor einem Jahr runtergeschraubt, eben von 10 auf 5%. Seither ist das eh nicht mehr so interessant. Deswegen bin ich zu guter Letzt eben auch hier gelandet, wobei das fast ein Maximalgewinn ist. 61, die Hälfte. Wäre es gewesen. Mit ein paar besseren Drops wäre es vielleicht auch der Maxwin gewesen. Sonst werde ich euch nachher aber gar nicht mehr damit langweilen. Wir widmen uns Post der nächsten 50 Spins mal ein paar freispielen. Kaufen werde ich mit aber keine allzu teuren. Den Slot kennen wir ja. Ich meine, ich würde den Bonus fast schon mit diesem Duellbonus vergleichen. Oft kommt hier nämlich gar nichts. Ich wünsche mir also wirklich einen guten Seed, sonst könnt ihr mir auch gern eure Meinung zum Design da lassen. Ich habe ja unser altbekanntes Design aufgegriffen. Ich hatte es auch noch rumliegen. Ich habe auch ein Design für Stake. Ich kann also auch hin und wieder bei Stake spielen oder bei Wins oder bei Scotswo. Ich werde zu guter Letzt aber eben dort spielen, wo es für mich wirtschaftlich am interessantesten ist. Auf meinen jetzigen VIP-Rang ist das Busy Game. Und das kann ich euch in einem der kommenden Videos auch gern mal zeigen. Ich habe bei Busy Game nämlich um die 400.000 Euro an Boni erhalten. Und das bei einem Gesamtumsatz von um die 70 Millionen, wobei das jetzt eh schwer zu rechnen ist. Gemessen am jetzigen Kryptopreis sind es wahrscheinlich um die 120 Millionen. Wir müssen aber da schon fair drauf eingehen. Damals war es weniger. Im Laufe meiner PC Game Karriere habe ich auch nicht so viel verloren. Ich meine, die haben mich damals ja von Stake abgeworben. Da gab es ja vor ewig langer Zeit einen Data Breach. Eben mit den Umsätzen und den Rängen bei Stake. So manches Casino hat dann eben höher dotierte Kunden kontaktiert und zu denen habe ich auch gehört, wobei mein Stake-Rang jetzt gar nicht so außergewöhnlich ist. Diamant 1 ist jetzt ja nichts Außergewöhnliches. Ich glaube, das haben viele, sicher so um die 0,1% aller Spieler. Interessant wird es bei Stake, vor allem dann in den höheren Leveln. Diamant 4, Diamant 5 und weiß Gott was immer, ist Rebate-mäßig dann auch sicher besser als mein derzeitiges BC-Game-Angebot. Die 250 Millionen werde ich so schnell aber nicht umsetzen. Deswegen bleiben wir, wie ich bereits sagte, eben vorab mal hier. Vielleicht handle ich euch hier auch ein Leaderboard raus. Rein logisch gesehen sollten wir BC-Game schon eins finanzieren. Auch ohne Vertrag, da geht es ja nur um euch. Wenn ich schon wo spiele, sollt ihr in gewisser Art und Weise auch davon profitieren. Vielleicht kann ich da was mit Gewinnspielen raushandeln. Bezahlen werde ich mich aber nicht mehr lassen. Das habe ich nicht nötig. Das werde ich auch nicht mehr machen. Ich bin nämlich weder Maxim zockt Slots noch weiß Gott wer. Ich werde euch für ein Gewinnspiel auch nie in ein Casino ködern. Ihr kennt meine Herangehensweise dazu. Zurzeit hätte ich ehrlich gesagt auch noch eins am Laufen. Auffinden könnt ihr das sowohl in meinem Discord als auch auf Wins Reloads. Die Webseite wird in Zukunft natürlich auch beibehalten, da gibt es dann ein neues Design und noch immer die besten Angebote bei Wins. Falls euch das interessiert, könnt ihr es also gerne abchecken, sonst solltet ihr euch aber auch so immer an die geltenden Richtlinien in eurem Land halten. Die differieren ja. In Malta greift ja so manch anderes Gesetz, passt da also bitte immer auf euch auf, zockt, sofern ihr zockt, immer in einem gesunden Ausmaß und macht euch selbst nicht das Leben schwer. Ich weiß, dass ich da vielleicht nicht das beste Beispiel bin und ich weiß auch, dass ich mich hier oft wiederhole. Zu guter Letzt rechtfertige ich mir das Ganze jetzt aber einfach mit den Kryptopreisen. Ich meine, Krypto ist in den letzten Monaten geboomt, aufgrund dessen habe ich viel gewonnen. Wobei ich den Gewinn jetzt auch nicht sinnbefreit im Casino verzocken müsste. Irgendwie rede ich mir das aber auch so schön. Mit einem 286.000 Euro Gewinn fällt mir das auch gar nicht mehr so schwer. Ich bin nämlich gut dabei. Und da wir gut dabei sind, suchen wir dann auch gleich das Weite. Ein Maximalgewinn ist es nämlich nicht. Über den Hit
Nun werde ich mich aber auch nicht beschweren. Ich probiere mich jetzt zu Ende einfach noch an 20 oder 25 5000 Euro Spins. Vielleicht lässt sich binnen der 25 Spins ein Maximalgewinn sehen. Sonst lasse ich Postaufnahme des Videos auch nochmal 1000 reguläre Spins durchlaufen. Vielleicht lasst sich da ja Maximalgewinn sehen. Natürlich dann nur auf dem 20er, also beziehungsweise wirklich auf dem 20 Euro Einsatz. Ich hätte halt gerne einen Pullover. Ein bisschen was wäre mal der Wert. Überstrapazieren werde ich mein Glück dann aber nicht. Ich schau einfach, was geht. 1000 Spins auf einen Minimaleinsatz drücke ich durch. Falls ein Maximalgewinn kommt, blende ich den dann ein. Falls nichts kommt, mache ich das dann logischerweise aber auch nicht. Wobei ich mich so schon mal für den Support bedanken wollte. Ich weiß, dass viele von euch sich über meine Person Sorgen machen. Ich weiß, dass viele von euch auch meine Herangehensweise kritisieren und ich verstehe die Kritik. Am Ende des Tages bin ich aber weder entmündigt noch ähnliches. Ich kenne das Risiko, ich gehe das Risiko freiwillig ein. Seht mir das also bitte nach. Lasst, sofern ihr Spaß habt, gern ein Like und ein Abo da. Ich interpretiere das immer als gewisse Form der Anerkennung. Sonst schauen wir jetzt aber eh gleich, ob wir einen Maximalgewinn bei Beam Boys erzwingen können. Knapp dran wären wir wieder gewesen. Auf dem 5er ist es aber eh ein guter Hit. Sind 79. Die Spins haben mich also nichts kostet. Ein 4er bekommen wir auch. Leider auf der 4. Walze. Sonst wäre es ein Maxwin. Schade. Ich drücke jetzt, bevor ich auszahle, aber noch 1000 Spins auf einen 20er durch. Falls ein Maximalgewinn kommt, verlinke ich euch das Replay, sonst blende ich das vielleicht auch ein. Ich schaue mir aber noch die 1000 Spins an. Das wird jetzt wahrscheinlich eh ein Zeitl dauern. Vielleicht lässt sich in den 1000 Spins aber mal ein Maximalgewinn sehen. Wünschen täte ich es mir, sonst hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Wir hören uns vielleicht noch beim Treffen eines Maximalgewinns. Sonst sehen wir uns vielleicht morgen aber auch online. Ein paar Streams und ähnliches wird es nämlich auch so geben. Jetzt nicht im regelmäßigen Ausmaß. Genießt aber gerne Spektakel. Ich verabschiede mich mal. Wir schauen, ob was kommt. Falls was kommt, melde ich mich. Sonst wünsche ich euch auch so schon mal einen schönen Abend.